Hier sind mit Applaus Comme il faut und Markus. So, kurze Entschuldigung, dass ich mich vertan habe mit meinem Zählen. Also sind die 11, die da weiterkommen, auf die wir uns jetzt hier gemeinsam freuen. Und das ist natürlich hochinteressant, derjenige, der die goldene Armbinde trägt, der Führende der Riders Tour Wertung, der jetzt hier den Auftakt macht. Die zweite Runde ähnlich von der Linienführung wie die Nummer 1. 1, 2, 3, 4, dann fehlt lediglich der 5er, auf das es dann mit 6, 7, 8 A und B weitergeht und nach 9 ist dann das Ende. So, Markus Ehning an diesem Wochenende hier schon ein Stechen vom Allerfeinsten hingezaubert, auf das wir jetzt gespannt sind. 3. So, der 5er weg. 6. Hinein, da hätten wir uns vielleicht schon mal kurz die Zwischenzeit nehmen können. Und die Schlussetappe hin zum letzten, aber vom allerfeinsten legt er hier vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Och, ein Comme-il-faut am Galoppieren gehabt. Wir waren nach dem Umlauf schon mehr als nur angetan von dieser Runde. Ja, bevor ich noch weiter an Superlativen suche, um das jetzt hier wirklich nochmal hier zu umschreiben, einfach Wahnsinn. So, Markus Ehning, 41,12 Sekunden hat er benötigt und bei den jetzt noch folgenden stellt sich lediglich die Frage,